Willkommen zurück bei Divinity Original Sin 2. Die Götter hängen da dran, haben wir schon festgestellt. Mit der Rachefürstin konnten wir halbwegs fliehen und ja, wurden danach hierher gebracht erstmal. Wir wissen noch nicht genau, was passiert ist. Sehen wir dann hier im Anschluss hoffentlich. Klar, der öffnet sich schon. Ja. Geil. Echt toll gemacht, wirklich toll. Na, hier haut was nicht ganz hin. Ralik, the gods. Are they dead? How can this be? Alle tot? Ne. Zappeln die nicht noch ein bisschen? Wo ist ein Ralik, unser Gott? Ralik hangs limp from the tree, cursed branches constricting him, snake-like from foot to shoulders. His helmeted head hangs slack at his side, but a barely audible wheeze rasps from his lips. Hurry! Zur Halle der Echos. Zur Halle der Echos, okay. Hier drüben noch, soll ich erstmal mit jedem reden, oder? Ich meine, die haben gerade nicht so viel zu reden. Amalia hangs before you, her face cut and bruised, her chest barely moving. You think you see a tear run down her cheek. You lean in. That's no tear. It's sauce. The shimmering liquid is seeping from her wounds and dripping to the ground below her. Vielleicht bekommen wir hier die Quellenmagie wieder. Göttin der Imps. A small, stout imp winces under the countless cursed threads that bind her. Before you hangs a great ethereal orc, his face twisted in a knot of pain as cursed tendrils constrict him. Ever-tightening cursed branches constrict the great dwarven god Duna. His eyelids flutter, and his face, bluish and bloated, nods. Tight coils wrap Tyr Sendelius from head to foot. His still face is set to a glowering sneer. Cursed tendrils tighten around Zorstissa. Her lips are moving, but no words seem able to escape her lips. Der Charakter kann Geister sehen. Nicht erreichbar. Melody hat ihren Zauber abgeschlossen und uns gerettet, indem sie das ganze Schiff zur Halle der Echos befördert hat. Und da sollen wir hin, aber ich weiß nicht, wie ich hier weiterkommen soll. Also das sind immer so Dinge, da lässt einem das Spiel mal kurzzeitig so ein bisschen Fragen zurück. Bis man wieder gerafft hat, oder ich das gerafft habe. Ich kann halt den auch nicht angreifen, den Baum. Doch, kann ich. Huch, passiert aber nichts. Soll ich wieder zurück? Weil hier oben hin, da geht es ja noch weiter. Ich kann mich ja so ein bisschen, kann ich mich ja teleportieren. Na gut, vielleicht geht das ja sogar, wenn ich... Dass ich mich von da nach da teleportieren kann? Das geht sogar. Okay. Na gut, vielleicht... Hochwertige gepeinigte Seele. Wenn du diesen Schädel an... Was? Anhältst, kannst du ein leises, schreckliches Wehklagen hören. Als würde eine Seele unvorstellbaren Qualen erleiden. Geh mal wieder zurück.
Weil, was anderes kann ich hier nicht machen. Hallo? Hier ist halt auch nichts, was ich anklicken kann. Auch wenn ich Alt klicke, um was zu sehen, um was hervorzuheben. Da passiert halt nichts. Ist das wirklich offensichtlich, was ich jetzt hier machen muss? Ich soll zur Halle der Echos. Ich meine, da wurde das ganze Schiff hingebracht, aber... Hä? Wenn Relic meinte, wir sollen uns beeilen, ja, aber... Vision von der Halle der Echos. Ralik hangs limp from the tree. His helmeted head hangs. Hurry! Ach, wenn ich sie segne. Ah. Ja, das konnte ich irgendwie, aber. War denn das? As the cursed branches slither away from Ralik, he raises his head. Green eyes glint with sudden fire from behind his helmet. Okay, da wäre ich jetzt so wirklich nicht drauf gekommen, ey, ohne Scheiß. Da stand jetzt in dem einen Text drin. Are we the first? The others, do they hang still upon the tree? Ja. He strains at the ethereal ropes that bind him, resisting their grip. You must make haste. I am bound, but not defeated. Not yet. Den Mund verziehen, wenn er so einfach zu bezwingen war, ist er nicht dein Gott. Fragen, was hier passiert ist. This is not the work of fate. It is the work of the void. It will come for our people. It will destroy us all. You are my chosen. Now you must become the champion of our kind. The champion of humanity. I have survived our enemies. You must do more than that. Nick nur in Fragen, wo du anfangen sollst. You have already unleashed some of the powers locked within you. But there is a great well of possibilities still untapped. You cannot stop until you ascend to the highest heights of your power. You cannot stop until you become divine. Darüber nachdenken wird er, dass du Lucians Nachfolger wirst, ihm sagen, dass du ihn nicht enttäuschen wirst? Ja. He opens his mouth to respond, but stops and tilts his head, listening for something you cannot detect. I hear the void. I hear it calling. I hear it laughing. It's coming. It's here. If it finds you here, if it finds you. Ralik's face twists in fear. He opens his mouth as if to scream, but no sound comes out. White hot cold pierces your heart like a blade. You are frozen to the spot. The burning cold pumps through you like a curse, and then. Okay, geht's wahrscheinlich wieder zurück. Hallo. What's happened? Ha! Okay. Where is everyone? Heilige Scheiße, das ist ein guter Move. Die Mädels, Jungs, was ist hier los? The same troubled look is visible on each face. You've seen the gods beaten and defiled, strung up as a warning.
Die Lehre hat den Göttern das angetan? Was für Chancen haben wir denn überhaupt? Wenn wirklich die Lehre das alles verursacht hat, scheint sie mächtiger zu werden. Wir müssen hier raus und Antworten finden. Gods, Schmods. They aren't interested in me, and I'm not interested in them. It seems whatever's inside me is more powerful than any of them anyway. Or at least more cunning. What can yet be blessed, can yet be restored. One way or another, divinity will survive. Through all of you, and all of the gods are dead. Long live the Godwoken. If the Seven should indeed come to nothing, I'll be ready to take their place. Huh. Kommt mal mit. Melody? Melody? Lass mal unter Deck gehen. Irgendwie zieht's hier draußen ganz schön. Junge, Junge, hier ist ja was los, ne? Melody? Niemand da? Die Rachefürstin scheint leer zu sein. Ich sollte nach Spuren anderer Leute suchen. Also hier ist irgendwie keiner. Vielleicht sollten wir mit der Rachefürstin selber sprechen. Ah, die Geister. Wir können nämlich hier oben immer noch Geister sehen. Er sitzt auch nicht mehr da. Oh. Ifan, Geist von Fane, Geist der Bestie. Ifan's spirit stares at you, seemingly through you. There is neither affection nor blame in his expression. Mit einer Hand vor seinen Augen wedeln. He gives no sign of seeing you. Okay. Ifan's eyes flicker rapidly from side to side, as if trying to take in an expansive sight. He whispers, Gleku Duma, over and over, and suddenly you seem to hear the chattering of thousands of elven voices in the distance. Then, before your eyes, his spirit dissolves into the sound, his own voice joining the cacophony that you can hear. That you could hear, for now, no sound remains. All is calm. It's so cold. I haven't felt cold in centuries. What happened? I just remember... Oh no. No, that can't be right. Ja, doch, du fürchtest, es ist so, ihm sagen, dass er tot ist. This... This is... Wonderful! What a fascinating experience! And I will be able to spend eternity studying you creatures. No more having to watch from the shadows. No more having to walk mysterious social tightropes. The skeleton pulls a notebook from the folds of his robes and starts scribbling. As you walk away, you hear him muttering about Observations on the Mortal Races, Volume 1. So, wir gehen mal hier nach hinten. Da schwirrt hier noch irgendwie ein Kopf rum. Ach, guck mal, da ist auch Melody wieder. Where have you been? I can't keep this up much longer. We need to go. Okay, da sind noch die anderen. Tarkin ist da, Gareth ist da, Dallas Assistent ist da. Sie fragen, was vor sich geht. Wo sind wir? There's no time. I can't hold us here. Brace yourself. This might hurt a lot. Oh, nochmal 18.000 EP. Schön. The chill of the Hall of Echoes clung to the Lady Vengeance as it returned to the shores of Reaper's Coast. The Godwoken were alive, but what of the gods? So, sind wir in Treibholz angekommen? Das ist die Frage. Ladeküste des Schnitters. Mal schauen.
solid ground materializes beneath your feet. Your weight falls back into your body all at once, and bright sunlight stings your eyes. As your eyes adjust, you realize you're still aboard the Lady Vengeance. A gust of fresh sea air caresses you, and warm sunshine prickles your skin. One moment, please. Just a moment. Malady explodes in a fit of retching that racks her body. At last, she sneezes and expels a glob of something shiny and silver onto the deck. It wriggles quickly off the siding and plummets into the sea with a splash. Ah, better. Let's not do that again anytime soon, Sie fragen, was dort genau passiert ist. Das würde ich gern wissen. Well, we needed to escape, didn't we? So I took us the one place I was quite certain Dallas couldn't follow. Okay, warum? I suppose you recognized the Hall of Echoes from those visions you'd had before. Realm of the Dead, Realm of Divinity. I do hope you learned something useful on our little field trip. Wir sagen, dass du dir nicht sicher bist. Du hast einen der Götter wieder getroffen und sie scheinen verzweifelt. Sagen, dass du das nicht glaubst. Ein paar ätherische Gestalten nennen sich selbst Götter und versuchen dich von deinem Ziel abzulenken. Erstens. Desperate how? Ja, alles beschreiben, was du in der Halle der Echos gesehen und gehört hast. I see. So, your god seemed uncharacteristically frightened, told you the void was coming and that only you could ascend to divinity, after which you felt a cold deep within you. Well then, it sounds like you need to ascend, doesn't it? And quickly. She inspects her fingernails with great attention, then looks up at you from under an arched eyebrow. Did they mention how you were meant to become the next divine? Zugeben, dass sie an der Stelle ein bisschen vage waren. Sagen, dass du begriffen hast, dass du deine Kräfte steigern musst, aber nicht weißt, wie du anfangen sollst. Jo. Oh, what confidence you inspire. Luckily for you, Mama Malady is here to help. We already know you can bless, but as far as I know, you can neither see source nor take it as you see fit. I may not know much about divinity, but I do know that any god woken worth their salt will know how to perform all these oh-so-fantastic feats. You need to go see the Meister. Ihr sagen, dass sie noch einmal nachdenken soll. Du hast schon vorher Quellenzauber gesprochen und du hast dazu Quellenenergie aufgenommen. Fragen, wo du diesen Meister finden kannst. Oh, she's got one of those things in Driftwood, you know, the building where people go and they do things inside of it. Home, that's it. She's got a home in Driftwood. Okay. Give me your map. There you are. Tell her I sent you and she'll handle the rest. You're at the beginning of a long journey, Godwoken. Long, but exceedingly interesting. Now, I must be going, and so must you. Fragen wieder, wie du an Land kommst. Why, our faithful little sloop, of course. We can all ride together. Won't that be terribly fun? Ja, wo geht sie denn hin? Shopping. Haha. Before you go, if I'm not back by the time you find out where our journey takes us next, you can call me back here. Tell the ship. She'll know how to summon me. Okay. And in the unlikely case you don't manage to do whatever it is you'll need to do to become what you need to become, you could call me, but I would be grateful if it doesn't come to that. Sasha. Hey, before we dash off into the wild world yonder, I should mention, Malady and I had a talk on the way here. Ach, so, Fragen, worüber sie geredet haben. Ihr sagen, dass du nur, was, dass nur sie und Malady etwas angeht? Ihre besorgten Gesichtsausdruck bemerken und sie fragen, ob alles in Ordnung ist. All right. Oh, sure. Mm-hmm. It's just Malady mentioned a thing in my head's probably a demon. And that there's someone close to where we're headed who might be able to help me with it. Oh, okay. Ausrufen, dass das großartige Neuigkeiten sind. Näher ist sie einer Antwort bisher noch nicht gekommen. Ein Dämon? Sagen, dass du deine Vermutungen hattest, die Bestätigung aber trotzdem furchtbar ist. Nicken und keinen Kommentar zum Dämon abgeben. Ihr sagen, dass sie die Person aufsuchen sollte, die sie treffen möchte. Das Erste.
I know, it's great, exciting, terrifying. A heady mixture of all three that makes my stomach feel like it's in a vice. We better get a move on. You've got your business to handle, and now I've got mine. Hmm? Oh, you catch me during a meditative moment. Gods, voids, a perilous journey through the Hall of Echoes. One wonders whether one is awake or dreaming. Sagen, dass du das Gefühl kennst, ist alles so surreal. Ihnen den Arm kneifen. Na bitte, er ist wach. Jawohl. Awake. Traveling with a 5-year-old, apparently. Now, if you'll unhand me, it's high time we return to the order of the day. Which in my case is still the domain of dreams, of course. I never managed to meet with Bahara, so there's nothing for it, I suppose, but to search this land for an equally gifted dreamer. Jo, sehr schön. Wir können weiter. Und anscheinend, ja. Hauptmann-Thriller. Oh, hat gerade geladen. Tarkin. Doch kein schlechter Kerl. I hadn't realized I was in such illustrious company when we met before. Most fascinating, the things I've been hearing about you. Kritische Trefferwahrscheinlichkeit plus 3%. Was hat er denn so über uns gehört? That you're, how did Melody put it again? A Godwoken. Yes, that's it. Quite remarkable, if it's true. Dich fragen, warum so etwas für ihn interessant ist. Come now. You've seen the state of things. A potential savior from all this Voidwoken nonsense would be of interest to everyone with a beating heart. And some without, I would imagine. Finster dreinblicken und sagen, dass jedes Wort aus seinem Mund klingt, als würde er geheime Motive verfolgen. We all have secrets. Do I oblige you to spill your heart to me? No, I do not. You make me sound so mercenary. No. I'm merely pleased to learn that my new friend has such great things awaiting him in the future. Mit den Schultern zucken und seine Bemerkung über die Sache mit der Meinung akzeptieren. Schnauben und anmerken, dass er wie ein Aasvogel um die nächste Mahlzeit kreist. Nein, das erste. Both wise and well-mannered. You'll go far, I'm sure. I do hope I get to watch. Anmerken, dass viele bei den jüngsten Vorkommnissen auf diesem Schiff gestorben sind. Wie hat er überlebt? Das stimmt allerdings. Why it was your ally, Melody, who spared me? She claimed that I might be of some use yet. Rather flattering to enjoy the favor of such a powerful being. Na gut. Ab zum Strand. Ja. Sibylle, auch sie möchte nochmal mit uns reden. Hallo. Da wären wir, die Küste des Schnitters. Wir haben es geschafft. Sie sieht nachdenklich aus. Worüber grübelt sie nach? Die Jagd, wie immer. Gott erweckt zu sein, ist ja schön und gut, aber zuerst muss ich den Meister finden. Ich weiß, dass er mit den einsamen Wölfen zu tun hatte, also erforschen wir die Wildnis und finden wir heraus, ob wir die Witterung der Wölfe aufnehmen können. Okay, also alle drei auch nochmal eine eigene Quest. Und wir fangen direkt erstmal wieder schön mit Looten an. Oder auch nicht. Na toll, sind direkt durchs Gift gelatscht. So. Da ist Treibholz, das ist das Haus des Meisters, da ist eine Schwarzgrube. Letzte Sichtung von Jahan. Überhaupt keine Ahnung, wer Jahan sein soll, aber egal. Uiuiui. Das wird ein bisschen größer hier. Endlich auf der richtigen Spielwelt. Ich gehe direkt mal hier hoch. Und da haben wir direkt wieder... Ui, Sternstaubkraut. Ja, geil. Kaninchenbau. Haufen stinkender Fisch liegt hier rum. Das ist ja nett gemacht. The angelic figure stands upon a mosaic that depicts a dragon or a leviathan.
die Kugel berühren, auf die der Drache steht. Your body is still, but your soul floats upwards. You see yourself when you look down, content, safe. Ach, guck mal, wir können direkt zur Rachefürstin. Sehr gut. Ja, schauen wir uns mal hier so ein bisschen um, gerade schlechtes Wetter. Ich würde aber auf alle Fälle erstmal nach Treibholz gehen. Erstmal in die Stadt. Ja, erstmal so nach Treibholz, auf alle Fälle. Hallo? Was ist das hier? Wegpunktreise? Ping? Ah! Ach, da kann ich von überall aus schnell reisen? Wäre nicht schlecht, wenn mir das hier angezeigt wird. Na gut. Da liegt ein Hai. A dying shark lies gasping on the sand, bleeding from the mouth and gills. It turns its dark and soulless eyes to you. Its bloody gills open in search of water, but find only air. Okay. Schade, kann dir nicht helfen. Sogar ein ganz schönes Stückchen bis nach Treibholz. Mal gucken, da wird uns mit Sicherheit der eine oder andere auf dem Weg dorthin überfallen. Könnte ich wetten. Da liegt zum Beispiel schon mal wieder Blut rum. Ach du heilige Scheiße. Verdammt. Okay, das sind nur so in Stufe 9. Wir sind auch schon Stufe 9. Ne, Stufe 8 noch. So, Sandor. Sehr gut. Nice. 5000 EP für eins? Gut, wir brauchen mittlerweile auch eine ganze Menge. Oh. Sehr gut. Scheiße. Ach, da oben sind noch zwei. Drei sogar. So, da unten ist aber auch noch einer. Und der verreckt beim Brennen. Dürften wir direkt... Na, komm mal weg. Direkt nochmal ein Level abkriegen. Ach komm, ein HP, ey. Das ist bestimmt schon das 10. Mal, dass die Gegner noch einen HP haben. Ah, na gut. Bumm. Habt ihr mit der Absicht zum Explodieren gebracht, damit der andere drauf geht? So. Na komm, passt. Kommt die da durch? Nee, ne? Ah, doch. Sehr gut. Sehr gut. Wunderbar. Ja, das lief doch mal geschmeidig. Und vor allem Level up. Jetzt haben die Kreaturen sogar noch Geld dabei. Ich fasse es nicht. Jetzt können wir schon zwei Level up ausgeben. Wo ist denn das Vieh hier oben? Das ist wieder weg, oder was? Shit. Da wollte ich ja jetzt hin und ihm oder ihr helfen. Da kamen mir bloß die anderen in die Quere. Gut, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Wir sind
an des Schnitters Küste angelangt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.